Und bei mir im Studio begrüße ich jetzt den stellvertretenden Chefredakteur von Business Insider Deutschland, Kaijan Özgens. Herzlich willkommen. Hallo. Ihr habt diese Geschichte mehr oder weniger gefunden, aufgedeckt. Und wir wollen das nochmal genau anschauen. Also das Verhältnis zwischen der Hertha BSC und dem Investor Windhorst, es ist ja schon seit einiger Zeit belastet. Worum geht es jetzt? Also es ist ein wahnwitziger Kreditvertrag, der möglicherweise weitreichende Folgen für Hertha haben könnte. Also Windhorst hat ja immer wieder mit seinen Finanzen für Schlagzeilen gesorgt, weil er immer wieder im letzten Moment irgendwelche Gelder auftreibt, hat auch einige Zahlungen an Hertha zu spät gezahlt. Und jetzt brauchte er im Sommer 2020 plötzlich ganz schnell Geld. Und dieser Kreditvertrag, auf den er sich eingelassen hat, der ist wirklich der Hammer. Also er brauchte 25 Millionen und er hat gesagt, okay, ich zahle das in einem Monat zurück und zahle dafür nochmal 2 Millionen Euro Zinsen drauf. Das entspricht ungefähr einem Zinssatz von fast 100%. Und als Sicherheit für diesen wirklich wahnwitzigen Kreditvertrag hat er dann die Anteile an Hertha, diese Peil Invest, diese Firma in Holland, verpfändet. Und dann hat er das Geld nicht rechtzeitig zurückgezahlt und ein Gericht hat entschieden, okay, dann müssen wir die Zwangsversteigerung einleiten. Und jetzt vor wenigen Tagen hat sich der zuständige Notar aus Holland bei Hertha gemeldet und hat gesagt, er leitet jetzt diese Zwangsversteigerung ein. Und bei Hertha schrillten natürlich die Alarmglocken, weil die von der ganzen Geschichte überhaupt nichts wussten. Wir haben natürlich auch Windhorst damit konfrontiert. Der behauptet, das sei, oder sein Sprecher behauptet, das sei ein Irrtum, das wäre alles inzwischen geregelt. Die Akten, die uns vorliegen, die sind zum Teil auch öffentlich zugänglich, sprechen aber eine andere Sprache. Das Investment von Windhorst bei Hertha beträgt 340 Millionen Euro. Ich kenne mich nicht so gut aus, was die Summen in der Sportwelt, in der Bundesliga-Welt betrifft. Aber das ist doch eine Menge, oder? Was bedeutet das jetzt für Hertha? Das ist eine Wahnsinnssumme. 374 Millionen hat er in den letzten 3 Jahren bei Hertha investiert. Und Hertha steht natürlich jetzt vor der Frage, wenn es diese Zwangsversteigerung wirklich gibt, was kommt dann für einen Investor? Also es läuft dann so, wenn es zu der Zwangsversteigerung kommt, dann kriegt der Meistbietende diese Hertha-Anteile. Und dann hat Hertha möglicherweise über Nacht einen völlig neuen Investor und Windhorst ist raus. Es kann aber auch sein, es ist eine außergerichtliche Einigung immer möglich, dass Windhorst jetzt irgendwo nochmal diese 20, 25 Millionen auftreibt und es dann noch zu einer Lösung kommt. Was wollte Windhorst, was will der eigentlich mit Hertha BSC? Na, er will ihn ja zum Big City Club machen. Das soll ja ein tolles Investment sein. Er ist ja selber nicht so leidenschaftlicher Fußballfan. Für ihn ist es halt, das hat er immer wieder gesagt, das ist ein Investment Case. Und das würde sich dann lohnen, wenn Hertha natürlich eine große Nummer wird und nicht, wenn sie wie jetzt gegen den Abstieg spielen. Also hat sich bisher nicht so gelohnt. Hat sich überhaupt nicht gelohnt. Und das Ganze ist für ihn bisher wirklich ein Riesenreinfall gewesen. Und jetzt natürlich mit dieser Geschichte Verpfändung, Zwangsversteigerung. Das sorgt natürlich auch nicht dafür, dass er ein gutes Image als Unternehmer und Investor hat. Und Hertha ist ja sowieso schon abstiegsbedroht im Moment, muss man noch dazu sagen. Gibt es schon eine Stellungnahme zum einen von Windhorst und zum anderen von Hertha BSC? Also Hertha BSC hat sich bisher noch nicht dazu geäußert offiziell. Wir wissen aber, dass sich die zuständigen Gremien damit beschäftigen. Und sie sagen vor allen Dingen auch, das haben wir im Hintergrund gehört, dass es gegen den Vertrag verstößt, dass er einfach die Anteile verpfändet, ohne das vorher mit Hertha abgesprochen zu haben. Okay. Also, das wird noch spannend sein, was dann da rauskommt. Man kann also sagen, Hertha kommt nicht raus aus den negativen Schlagzeilen, Trainerwechsel, Investorenchaos und jetzt auch noch diese Geschichte. Kaijan Özgens, herzlichen Dank für deinen Besuch hier bei uns. Gerne.